Freunde, ich bin Dennosch. Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin der Hamster in deinem Kopf und ich heiße euch herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Moinsen, Freunde, Dennosch wieder für euch am Start. Haha, mit einem Video, ich heiße euch herzlich willkommen und ich freue mich wieder riesig, Freunde, dass ihr es geschafft habt, ja, bei mir vorbeizuschauen. Und heute gibt es mal wieder eine Runde YouTuber-Raten, Freunde, am Start für euch. Und heute hat es einen YouTuber erwischt, Freunde. Schon mal kleiner Tipp vorab. Es baut sich ja hier schon im Hintergrund auf, ihr seht es ja. Dieser YouTuber trägt eigentlich eine Kappe, Freunde. Und ich war halt auf seinem Facebook-Profil und habe nach so ein paar Fotos gesucht, die ich so als Silhouette erstellen kann, Freunde. Und beziehungsweise Karikatur. Und da bin ich auf eins gestoßen. Da hat er jetzt keine Kappe auf, aber ich denke mal, man wird ihn erkennen. Und ich glaube, mit meinen Tipps, wenn ihr ihn kennt, werdet ihr das schon erhaschen können. Und ihr schreibt mir wieder in die Kommentare ab, der wievielte Minute ihr ihn erkannt habt, Freunde. Und bitte nicht schummeln. Also jetzt auch noch nicht in die Kommentare schauen, weil wahrscheinlich hat schon jemand eine Antwort dort hingeschrieben, Freunde. Also schön hier jetzt Augen und Ohren gespitzt für euch. Folgender YouTuber trägt normalerweise in seinen Facecam-Videos, Freunde, eine Kappe. Folgender gesuchter YouTuber hat den Beitritt mit diesem Kanal am 3.11.2013 begonnen, Freunde. Der jetzige Abonnentenstand beträgt 22.808 Abonnenten. Zu finden ist er laut seiner Kanalinfo auf Facebook, Twitter, eventuell auch Instagram, aber das ließ sich leider nicht ermitteln, also aus den Kanalinfos. Das älteste zu findende Video auf seinem Kanal hat er am 19.08.2014 hochgeladen. Es trug den Titel Let's Eat Thailand mit ... und ... Also das kann ich jetzt nicht sagen, weil da stand nämlich Namen drin, Freunde, und das wäre dann viel zu einfach. Das Video dieses YouTubers, das man auf seinem Kanal finden kann mit den meisten Klicks, hat den Titel COD Celos Team Elotrix vs. Buddies. Es war so spannend. Erstellte Playlist des folgenden YouTubers. Zwei Stück nur am Start, Freunde. Einmal Call of Duty und Vlogs. Bam, das war's. Einer seiner aktuellen Serien lautet Special Woche Pack Opening. Na, klingelt's schon, Freunde? Sein YouTube-Logo enthält ein stacheliges Etwas. Seine Videos gibt's oft mit Facecam am Start. Nächster Tipp. Unter anderem gibt's bei ihm zu sehen COD Live Challenge und Real Life Stories. Das letzte Video kam vor circa 2 Tagen. Na, bimmelt's schon bei euch, Freunde? Komm, einer wird's doch von euch wissen. So, Freunde, für alle, die es jetzt nie erraten konnten, wir warten noch mal ein paar Sekündchen ab. Vielleicht klingelt es ja irgendwo im Karton. Ich habe das alles auch so erstellt, dass wir ja so ein bisschen Zeit haben bei der optischen Darstellung. Also ich habe die Augenpartien und so ein bisschen nach hinten geschoben, damit ihr auch nicht sofort erraten könnt, um wen es sich hier handelt, Freunde. Gestreamt wird bei diesem YouTuber, Freunde, immer auf Twitch. So, und für viele, die ihn jetzt schon vorher erkannt haben, natürlich, Freunde, es ist die Hornisse 86, Freunde. Bam, am Start für euch, ja. Ich hoffe, er ist mir gelungen. Für alle, die ihn nicht kannten, habt ihr jetzt schon mal hier so ein paar Infos von mir bekommen zu seinem Kanal. Und natürlich ist er auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, Freunde. Und wenn ihr ihn nicht kanntet, dann jetzt sofort mal da unten drauf gehen und euch den Kanal reinziehen. Dann wisst ihr auch, von wem ich rede. Und schreibt mir wieder schön Kommentare bzw. Vorschläge, was ich noch so als YouTuber erstellen könnte oder welchen YouTuber ich noch so erstellen könnte, Freunde. Und sagt mir einfach, wie ihr das Format hier findet und lasst es mich wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus, euer Dennosch. Peace, Freunde. Bam!